Ein besonderes Erlebnis war der Ausflug an die Küste mit Schwester Maria Clara Falzberger. Eine Schwertbergerin, die seit 15 Jahren in Quito im Orden des Franziskus von Sales wirkt und lebt. Über die Ordensarbeit hinaus ist sie unermüdlich tätig, um Waisen, Halbwaisen und bedürftigen Familien zu helfen. Während des Fluges nach Manta lassen wir Clara Maria zu Wort kommen. Häufig sind es kleine, unscheinbare Dinge, die in der Welt große Spuren hinterlassen. Und aus einem kleinen Anfang entsteht oft ein großes Werk. Die Patenschaft Ecuador feiert bald ihr 10-jähriges Bestehen. Und heute möchte ich Sie wieder einmal einladen, einen Blick zu uns zu machen und zu sehen, was in diesen Jahren durch ihre Hilfe entstanden ist, wo aber immer noch viele Menschen in sehr großer Armut leben, die hoffen, durch ihren Beitrag etwas in ihrem Leben verbessern, verändern und verwandeln zu können. So schön das Land Ecuador ist, das soziale Netz ist leider hier sehr durchlässig und viele fallen erbarmungslos durch. Durch die Präsenz in Quito, Manta und Rocafuerte hat der Orden ein Netzwerk aufgebaut, welches oft eingreifen kann, um Not und Ausgrenzung zu verhindern. Durch Patenschaften in Europa wird der regelmäßige Besuch einer guten Schule bis zur Matura finanziert. Oftmals ist direkte Hilfe für bedürftige Familien notwendig, wenn Unfälle, Naturkatastrophen oder Krankheit die ohnehin sehr wenigen Einkommensquellen zum Versiegen bringen. Wir plaudern hier mit einer Familie, welche ein Kind in der Patenschaft hat. Die Schwestern machen auch immer wieder einmal einen Blick in die Schulhefte der Kinder. Die beiden Mädchen zeigen sie stolz her. Sie sind gute Schülerinnen. Perfecto. Sí, bueno, buen trabajo. Wir besuchen nun eine Familie, die das Schicksal schwer getroffen hat. 4 Kinder leben bei der Tante. Mutter und Vater sind an AIDS gestorben. Der jüngste Bub ist ebenfalls infiziert. Diese Frau hat ihr Leben den Kindern ihrer verstorbenen Schwester gewidmet und verdient höchste Achtung. Der ältere Bub besucht das Colegio der Schwestern. Wir kehren zu einer kurzen Mittagspause ins Kloster zurück. Die Bewirtung ist hervorragend und ich möchte mich nochmals dafür bedanken. Nach dem Essen gibt es eine Stunde Pause und schon geht es weiter.
Wir fahren nun hinaus aufs Land. Die Besiedlung wird dünner und der ländliche Charakter wird immer stärker. Die Familien in dieser Gegend leben von dem, was sie anpflanzen können, und der Lohnarbeit. Die Männer schneiden Zuckerrohr, die Frauen waschen Wäsche für die besser gestellten Familien. In dieser Gegend muss das Trinkwasser während der Trockenzeit in Tanks angeliefert werden. Eine Füllung kostet 20 Dollar und reicht knapp für 2 Wochen. Der Familienvater verdient pro Tag in der Landwirtschaft 7 bis 10 Dollar. Die Frau beim Wäschewaschen 3 bis 6 Dollar. Wir bringen jeder Familie einen Sack Reis, Kochbananen und ein Lebensmittelpaket. Okay. ¡Qué deportiva! Nun kommen wir in das wohl ärmste Dorf namens Elroy. Hier müssen wir die Pakete den Berg hinauftragen, da der Jeep nicht mehr weiterfahren kann. Wir besuchen hier 3 Familien. Wobei die letzte wohl am ärmsten dran ist. Ihr Haus ist kurz vor dem Zusammenbrechen. Mit Hilfe des Nachbarn wurde begonnen, ein neues zu bauen. Nun stellt man fest, dass der Grund und Boden jemand anderen gehört und die Familie von dort weg muss. Das Kloster hat Hilfe bei der Grundstückssuche versprochen. Das baufällige Bambushaus ist schon eine Gefahr für seine Bewohner. Nur mit Hilfe der Tochter können die Schwestern ins Haus klettern. Schwester Maria Clara fragt den Bruder der Anwesenden, warum er da im Bett liege und nichts arbeite, wodurch höchste Not am Mann wäre. Er ist etwas verlegen, hüllt sich aber in Schweigen. Der Bursche hat keine richtige Schule besucht und kann kaum lesen und schreiben. Er kann allerdings ein Handy bedienen. Trotz der Not legen viele Männer leider ein völlig unangebrachtes Macho-Gehabe an den Tag. Bei den nächsten 2 Familien liegt es auch im Argen. Die Männer sind in beiden Fällen Landarbeiter und sehr einfach gestrickt, arbeiten aber brav. Clara Maria hält hier ein Kind, das als Frühgeburt im Krankenhaus von Roca Fuerte schon abgeschrieben war. Mit Hilfe des Klosters wurde das Kind in Quito behandelt und hat nun eine reelle Überlebenschance. Es wird noch immer auf Kosten des Klosters nach Quito zu Kontrollbehandlungen geschickt.